Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder zuschaut. Wir machen heute Cannoli mit Ricotta-Füllung. Die Zutaten, die ihr dafür benötigt, stehen in der Infobox. Als erstes nehmen wir uns die Ricotta. Da müsst ihr mal schauen, welche ihr bekommt. Meine hat jetzt nämlich ziemlich viel Flüssigkeit schon so gehabt, deswegen lasse ich sie erstmal abtropfen. Dafür packe ich sie erst einmal aus, gebe sie dann in ein feines Haarsieb und lasse sie dann da komplett austropfen. Ich habe das jetzt über Nacht in den Kühlschrank gestellt. Ihr könnt es natürlich auch morgens vorbereiten und dann abends, wenn ihr dann zum Beispiel heimkommt oder so, die Ricotta dann fertig verarbeiten. Ich habe das jetzt über Nacht im Kühlschrank einfach gehabt, damit es gut abtropfen kann. Wie ihr jetzt hier seht, drücke ich die erst einmal aus und dann stelle ich noch ein schweres Glas auf einen Teller und tue das auch noch darauf stellen und ihr seht, es tropft richtig gut ab und so habe ich das dann über Nacht im Kühlschrank stehen gelassen. So, und dann können wir auch schon weiterarbeiten. Die Flüssigkeit könnt ihr dann wegschütten, die benötigen wir nicht, wir benötigen nur die Ricotta. So, dann geben wir die Ricotta zurück in unsere Schüssel und dann geben wir nach und nach den Puderzucker dazu und arbeiten den schön unter. Bei dem Puderzucker müsst ihr schauen, je nachdem, da müsst ihr dann mal probieren, wie süß ihr das haben wollt, je nachdem, wie euer Geschmack dann ist. Und dann können wir auch schon die Vanille und den Zimt dazugeben. Ich benutze jetzt hier die Vanille und den Zimt von Ingo Holland, altes Gewürzamt. Das ist keine Werbung, ich benutze die Gewürze einfach sehr, sehr gerne. Auch zum Kochen habe ich da einige da. Ihr könnt ja mal im Internet schauen. Ich schaue mal, ob ich einen Link euch unten reinsetzen kann. Also ich arbeite wirklich sehr, sehr gerne damit. Bei Zimtrinde macht euch da keine Sorgen. Das schmeckt viel besser als die normalen Zimtstangen gemahlen. Also der Geschmack ist viel intensiver. Ich nehme jetzt davon ungefähr so einen halben, dreiviertel Teelöffel. Ihr wisst, bei mir darf es immer mehr Zimt sein. Gebt den dazu und genauso wie die Vanille. Die Vanille kommt in so einem kleinen, die habe ich jetzt noch in Plastikfolie eingepackt, in Schutzfolie. In so einem kleinen Reagenzgläschen kommt, die ist gemahlen und getrocknet, also die schmeckt auch sehr gut, da gibt es verschiedene. Die Gewürze kosten alle, falls euch das interessiert, kosten alle zwischen 6 bis 13 Euro ungefähr, so in dem Dreh, so die man meistens benutzt und die man so am häufigsten braucht. Ja, ich benutze die sehr, sehr gerne, die halten auch total lange und die kommen halt entweder dann in so einem kleinen Döschen, wie ihr eben gesehen habt, oder in so kleinen Reagenzgläsern, also richtig schön, da könnt ihr mal schauen, wenn euch das interessiert. So, und dann rührt ihr das einfach genauso unter wie den Puderzucker auch. Und ja, dann sind wir auch schon erstmal fertig. Das lassen wir dann stehen, im Kühlschrank am besten zum Ziehen und fest werden in Anführungszeichen. Und ja, dann können wir auch schon mit dem Spritzen beginnen. Das seht ihr aber gleich. Ja, dann wie gesagt alles in den Kühlschrank erstmal zum Durchziehen und wenn ihr dann soweit seid, dann nehmt ihr euch eine Tülle, ihr könnt auch
eine ganz normale Lochtülle benutzen, wie ihr das gerne möchtet. Ich habe jetzt hier so eine kleine Sterntülle genommen, fülle das Ganze in einen Spritzbeutel. Ich schüttel das dann immer noch mal so gerne so nach unten, das seht ihr jetzt da. Dann ganz normal den Spritzbeutel oben zudrehen und dann können wir auch schon loslegen. So, dann nehmen wir uns die erste Canolo-Hülle. Ja, erstmal alles zur Seite stellen. Dann nehmen wir uns die erste Hülle und wir beginnen damit, dass wir die Tülle bis zur Mitte reinstecken. Und dann einfach mit gleichmäßigem Druck die Creme ausfüllen quasi. Genauso wie auf der anderen Seite, so dass wir von beiden Seiten befüllen. Wichtig ist aber, dass ihr schön in die Mitte reingeht mit der Tülle, dass ihr zwischendrin kein Loch habt, dann, dass da die Füllung dann quasi fehlt. Ja, und dann geht ihr mit gleichmäßigem Druck immer schön rausdrücken und wieder nach hinten ziehen die Tülle quasi. Es ist ein bisschen schwer zu erklären, aber ihr seht es ja. Falls ihr euch wundert, also ich mache die Hüllen nicht selber, ich habe das mal ausprobiert, aber die Hälfte davon ist mir einfach zusammengefallen und das ist so aufwendig. Und dafür, dass dann am Ende nur die Hälfte davon wirklich brauchbar ist, ist es mir wirklich zu aufwendig. Deswegen kaufe ich die einfach. Ich kaufe die im italienischen Geschäft, aber in großen Städten gibt es die auch im Rewe und so zu kaufen. Also das ist gar nicht so schwer, daran zu kommen. Ach so, und falls ihr euch wundert, warum ich so viel habe, ich habe die doppelte Menge gemacht, weil meine ganze Familie liebt Cannoli und ja, da musste ich dann einfach noch was abgeben, deswegen habe ich die doppelte Menge gemacht. Allerdings reichen die Zutaten, die unten stehen, in der Infobox für ungefähr 24 bis 30 kleine Cannoli. So, und dann kann es auch schon ans Verzieren gehen. Ich nehme hier ganz klassisch Pistazien, weil die mir am besten schmecken. Ich liebe Pistazien. Normalerweise kann man auch so kleine kandierte Kirschen nehmen oder Schokosplitz. Ich nehme am liebsten Pistazien, wie gesagt, weil ich Pistazien liebe. Ja, einfach reindippen. Ja, wenn es mal nicht hält, einfach mit dem Finger drüber streuen. Keine große Sache. Ich denke, ihr seht da von alleine, was man da machen muss. Und ja. Resteverwertung zeige ich euch auch gleich, falls ihr ein bisschen Creme übrig haben solltet. Wie gesagt, die Resteverwertung, also das gilt jetzt für jegliche Cremes oder alles mögliche, was ihr so übrig habt. Ich mache dann immer so kleine Desserts, da ich keine Dessertschälchen oder so habe, die jetzt aus Glas sind, wo man schön durchgucken kann, nehme ich immer so Weingläser. Worauf ihr allerdings achten müsstet bei sowas, ist, dass ihr immer erst ein Glas macht und dann das nächste, nicht, dass ihr dann mittendrin keine Creme mehr habt und habt dann drei halbfertige. Deswegen macht immer eins nach dem anderen. Ihr könnt da alles Mögliche nehmen, was ihr zu Hause habt. Ich habe da jetzt zum Beispiel noch Butterkekse genommen, habe die klein gebröselt, habe noch Amaretini gehabt, habe dann noch Pistazienjoghurt dazu, weiße Schokosplitz, die rosa gefärbt sind, habe ich noch gehabt und die Pistazien natürlich noch. Da seht ihr jetzt den Pistazienjoghurt, also quasi so ein kleines Schichtdessert einfach machen. Da gibt es keine genaue Anleitung. Habe ich jetzt nur gesagt, was ich da gemacht habe. Ach so, in die Creme habe ich noch mein Lebkuchengewürz, auch von Ingo Holland, habe ich da noch ein ganz kleines bisschen mit reingemacht, dass es ein bisschen nach Weihnachten mehr schmeckt. Und noch ein bisschen mehr Zimt habe ich reingegeben. Und ja, dann wird es einfach so ein bisschen geschichtet. Ihr könnt da alles Mögliche nehmen, was ihr zu Hause habt. Spekulatiuskekse, Lebkuchen, Vollkornkekse, Oreos gehen auch super. Also was ihr möchtet. Also immer, wenn ihr ein bisschen Creme übrig habt, macht einfach so Desserts, anstatt dass ihr es wegschmeißt oder nascht es einfach auf, aber schmeißt es nicht weg.
Ja, und meine kleinen Desserts sahen dann so aus. Also ich fand es richtig schön. Es hat auch sehr gut geschmeckt, ist auch gut angekommen dafür, dass es nur Reste waren. Und ja, dann vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.